Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, und ich hatte ja schon angekündigt, heute wird das Ganze etwas Besonderes, denn ich habe einen Gast dabei. Du kannst dich ja mal melden. Jo moin, hier ist RupiXXL. Ich bin auch mal wieder am Start. Und so, kommentiere mal mit heute, ne? Genau, und ich klopp hier schon mal Fangheuschrecken. Das sind eigentlich relativ einfache Gegner, ja, wie du es auch noch weißt. So, und du weißt auch noch, warum du hier bist. Ja, so grob, ne? Ja, du erinnerst dich an die Stelle, so ungefähr, ne? Ja, klar. Ja, das war... ist schon eine Weile wieder her, ne? Ist schon eine Weile her. So, ich muss auch erstmal wieder... Alter, sind das viele gewesen. Ja, aber die Krieger sind auch gefährlich, da musst du aufpassen. Nee, das ist nichts mehr. Ich habe ja schon das ganze Kriegerset voll. Ja, die machen gar nichts mehr. Ja so. Gut, ich sehe deine Lebensanzeige nicht insofern. Ne? Achso, ne, das ist ja blöd. Ah gut. Ist noch spekuliere ich da so ein bisschen. Ist noch nicht weiter runter. Das Schwere wird ja wirklich erst der gute Freund dann da unten. Ja. Da bin ich gespannt, wie ich den mache. Der hat mir in der Hardcore-Challenge richtig zugesetzt. Ja, da könnt ihr auch mal rüber gucken. Ich glaube, ich verlinke das dann einfach in der Videobeschreibung. Ich verlinke einfach nur das Video, wo du stirbst. Genau, mach das mal. So, wir plündern hier noch ein paar Kisten. Alter, das ist so lange her, dass ich das gespielt habe wieder. Ja, schon einen Monat her, ne? Der letzte. Rechts, oh Gott, ich hasse diese Kisten. Links, rechts, links. Links, rechts, links, rechts. Die sind doch so blöd. Links, rechts, links, links. Alter, das soll eine 50%ige Chance sein. So, jetzt. Meistens ist das immer sowas wie rechts, links, links, rechts, links, rechts oder so. Ja gut, und was haben wir dann drin? Ein Fisch und eine Silberkette. Es hat sich echt gelohnt. Wer auch immer das hier eingesperrt hat, das hat sich echt gelohnt für eine ganze Silberkette. Ja. Naja. Vor allem ist es halt auch ein guter Ort, um eine Kiste hinzustellen. Einfach mal mitten in die Pampa. So, Fleischwanzen, bla bla. So, wollen wir mal schnell in die Höhle hier drüben gehen? Die hat dir ja damals der Troll versperrt, ne? Den hab ich ja, das war ja auch ein bisschen blöd, dass der da so runtergebackt ist irgendwie. Den habe ich ja zum Glück ganz einfach weggekriegt. Und noch mehr Goblins. Flupp. Die gehen aber eigentlich. Ja, keine große Sache. Sind ja alles Krieger, merke ich gerade. Ja. Ja, die darf man nicht unterschätzen, die Krieger. Ja, aber ich habe die öfter unterschätzt und dann habe ich irgendwie doch auf die Fresse bekommen. Ja, gut, aber ich meine, ich habe die komische Garderüstung und das Kriegerset. Ich glaube, ich kann ja mal kurz gucken. Ich habe einen Waffenschutz von 110. Ja, gut, mit der Krieger, dem Kriegerset hast du natürlich einen Extremrüstungsschutz. Ja, das ist schon fast wie eine Paladin-Rüstung. Also eine Ritterrüstung zumindest. So, ach, schon wieder eine Truhe. Warum müssen die auch alle verschlossen sein? Links, 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 rechts, rechts, links. Nein, doch nicht. Links, 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 rechts, rechts, rechts. Ah, perfekt. Steintafel, ja, super. Ne, mit. Und dann nur noch Einhandkampf, das brauche ich noch nicht. Aber kann man ja lesen. Schaden tut's zumindest nicht. Ja, wir müssen ja eigentlich, ich kann ja auch mal sagen, dass er jetzt ein bisschen her ist, um mal das Ganze zusammenzufassen, was wir in den letzten Folgen eigentlich gemacht haben. Wir hatten ja den guten Quahodron gefunden, der uns schon gesagt hat, wie wir... Ich speichere mal lieber ein bisschen zwischen hier. Ja, klar. Wie wir in den Tempel reinkommen, aber wir wollten uns ja noch den... Ach, Mindcrawler. Aber wir wollten uns ja noch das letzte Herrenhaus angucken. Das soll ja hier irgendwo noch in der Ecke rumstehen. Habe ich gehört. Genau, das ist da. Und dann geht's, dann neigt sich das hier Ganze schon wieder dem Ende. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so schnell geht. Vor allem, dass das so gut und flott geht. Ich dachte, ich brauche hier ewig, um das alles zu schaffen. Geil, ein Eisblock noch. Also ich finde, Jaken da geht auch relativ gut durch, eigentlich. Also es ist doch sehr überraschend, vor allem, dass es so gut gegangen ist. Ich hatte ja am Anfang jetzt nicht so viel auf Stärke geskillt. Da habe ich ja auch Kommentare gekriegt, muss ich ja sagen. War ja nett gemeint, dass ich endlich mal Stärke skillen soll. Aber nö, ich krieg das auch so hin. So, und jetzt kommen wir langsam zu deinem Freund da unten. Mhm. Ich glaube, da kamen noch ein paar Fangheuschrecken davor, ne? Ja, diese stehen da, genau. Und ich kann ja dann auch mal auf diese andere Seite darüber springen. Oh, das ist immer richtig nett, darüber zu kommen. Da habe ich immer Probleme gehabt bisher. Ja, aber es müsste eigentlich gehen. Ich habe mir nämlich extra einen Plan gemacht. Ach, jetzt habe ich zwei angelockt. Das war natürlich nicht ganz so schlau. Vor allem mit dem wenigen Leben, das ich noch habe. Ja, gut. Und die eine klettert einen Baum hoch. Gut, da habe ich kein Problem mit.
Die eine Fangheuschrecke, die spinnt auch öfter. Die ist auch schon ab und zu mal in die Stucht runtergesprungen. Ja, gut, so. Das ist ja noch normal, aber sie klettert den Baum hoch. Das ist eher weniger normal. Aber mal sehen, kann ich die von hier treffen? Das wär's ja noch. Nee, das ist jetzt blöd. Dann schießen wir sie halt ab. Ja. Baller sie weg. Boah, ich mache ja viel Schaden mit dem Ding, ey. Ja. Ich treffe bloß zu wenig. So, und da vorne steht er schon. Der gute Freund zum Golem. So, und ich überlege mir ja jetzt, wie ich da rangehe. Hast du einen Knüppel dabei oder so? Ein Knüppel, ja. Ich habe einen super Stab dabei, den Stab vom Ring des Wassers. Naja, gut, der rechte. Ja, der dürfte. Oder ist der, war der dagegen gut? Ich bin mir nicht sicher. Am besten ist irgendwie so ein Steinbrecher oder so ein Zeug. Ich weiß auch nicht, was dagegen genau gut war, muss ich ehrlich sagen. So eine Keule ist am besten, so eine Einhandkeule. Ach so. Okay. Die hauen mal kurz rein. Mal gucken, was habe ich denn da? Ich habe noch ein Rapier. Nee. Ja. Ah, da oben rechts hier der Morgenstern, oder ist das kann da keiner? Den anlegen, aber ich glaube, den kann ich nicht anlegen. Nee, da fehlt mir ein bisschen Stein. Aber der wäre natürlich optimal gegen so einen Sumpfgolem. Ach so, ich dachte, das wären die Steingolem gewesen. Ich glaube, die gehen auch gut. Die so- also Golems also generell gehen. Gehen. So ich guck mal, was ich noch an Zaubern habe. Das war das Problem, da funktionierte ja so gut wie nichts, ne? Ja. Ich habe noch einen Dämon und ein Goblin-Skelett. Ja, ein Dämon ist auf jeden Fall mit Kanonen auf Spatzen Feuerregen. Geschossen. Und dreimal Feuerregen. Ja. Das ginge auch noch. Also ein Dämon wäre ein bisschen zu heftig. Ich meine, der ja, geht ja überall durch. Auch. Das wäre auch langweilig. Ja. Nehmen wir mal das Goblin-Skelett. Schaden tut's nicht und ich glaube, weiterhin kann das nicht viel anderes machen. Der soll den ja auch bloß mal ablenken. Ich meine, ich könnte den auch einfach ein bisschen rumbuggen. Der geht ja an irgendeiner Stelle einfach nicht weiter. Ja, genau. Gott sei Dank. Oh, vorbei. Los, Goblin, hau rauf. Jetzt hau doch schon drauf, du dummer Goblin. Oh, kein Mist. Ach, komm schon. Oh nein! Huch! Okay, das hat's weggeschossen, das Skelett. Das ist jetzt doof gelaufen. Ja, das ist ungefähr die Situation wie bei mir. Ja gut, aber ich stehe nicht zur Schlucht mit dem Rücken. Aber das hat gut Schaden gemacht, das Skelett. Ja, das kann sich nur noch um Stunden handeln hier, glaube ich. Man ja, darf bloß keinen einzigen Fehler machen, ne? Ja. Ja, manchmal buggt auch so ein bisschen die Steuerung. Da muss man echt aufpassen. Ja. Das ist so. Dann immer knapp. Nein. Auch gerade so an Hügeln, wo es nach oben geht oder so, da wird es dann immer komisch. So. Alter, das Vieh sieht übelst hässlich aus, wenn man es mal so von nahem betrachtet. Ja. Oh, der ist mal knapp. Uiuiui. Das würde auch richtig stinken, das Vieh auf jeden Fall. Ja. Aber warum steht der gerade hier? Das wundert mich. Na, das hat bestimmt was mit dem Herrenhaus zu tun. Denn ich meine, in den Herrenhäusern laufen ja auch schon komische Monster rum und so. Das macht ja fast gar keinen Schaden, das ist geil. Das kann wirklich nur noch dauern. Shit. Aber es funktioniert. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wie man so schön sagt, ne? Ich glaube, irgendwann weicht er nicht mehr weiter nach hinten zurück, dann ist es ihm zu weit. Manchmal kriegt er auch gar keinen Schaden, weil irgendwie in seinem Ansturm ist er manchmal, glaube ich, auch unblockbar oder so. Das ist auch kacke. Hui, jetzt ist er auch weit zurück. Ja. Yeah. Ich könnte es ja eigentlich auch einfach mal mit der Armbrust probieren, aber ich habe jetzt keine. Ich habe jetzt eigentlich Angst, die Waffe zu wechseln, muss ich sagen. Ja, ich glaube, die Armbrust bringt auch gegen die nicht so wirklich viel. Ich glaube, der hat einen ganz guten Schutz gegen Pfeile. Aber wir haben schon fast die Hälfte geschafft. Ja, ärgerlich wäre es dann halt nur, wenn man ihn geschafft hat und dann wie bei mir einfach den Löffel abgibt. Ja, und vor allem, er hatte ich ja nicht mal umgehauen. Ne? Ja. Ey, ich hätte den Schlag auch das ohne weiteres überlebt. Das ist ja das Ärgerliche. Nur wenn er fuchsiert einen ja direkt immer in das Loch da rein. Ja. Ja gut, mich hat er jetzt auch zurückgeschleudert mal kurz, aber gut, ich bin gelandet auf meinen Füßen sogar. Ja. Da macht das ja nichts. Da macht das ja sogar noch weniger Fallschaden, oder? Ich weiß nicht, wie das berechnet wird hier. Das ist sehr seltsam immer. Ja. Ist auch in Gothic 1 schon komisch gewesen, aber da konnte man ja den... Mach ich ihm gerade keinen Schaden. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Beim Anstürmen habe ich manchmal sind die irgendwie manchmal unblockbar. Ich muss, glaube ich, einfach bloß richtig warten, bis er ganz knapp vorm Schlagen ist. Genau. Au, dann darf ich bloß nie getroffen werden. Ich glaube, ich renne erstmal weg. Und heil mich mal hoch. Ui, das war knapp. So schnell. Oh Gott. Hihi, tschüss. So, genau, jetzt wartet er erstmal. Ich bin der Fangheuschrecke. Die Tiger bestimmt auch noch irgendwo rum. Nee, die habe ich ja schon getötet. Ja, ach ja, jetzt. So. Ich hätte wahrscheinlich da liegen lassen. Gut.
Was machen wir dann? Ich kann ja einfach mal die Armbrust probieren, ne? Schadet jetzt nicht. So, probieren wir es einfach mal aus. Ich glaube, das bringt gar nichts, soweit ich das in Erinnerung habe. Also ich habe den auch schon mit der Armbrust getötet, das weiß ich. Aber da... Ach, das muss ja auch richtig lange dauern. Ja. Okay, das war eine Idee. Die ging nach hinten los. Es kann auch einfach sein, dass ich ihn nicht getroffen habe. Es kann natürlich sein. Moment, ich will jetzt gucken, wie viel Schaden ich auf den mache, wenn ich treffe mit der Armbrust. Ja, wenn er da so steht, kann man ja natürlich optimal abschießen. Ja, aber das will ich auch nicht machen, das wäre ja langweilig. Ich möchte einfach nur gucken. Ah, es macht schon ein bisschen Schaden, also wenn ich treffe. Aber da ist halt das Problem, wenn ich treffe, ne? Ja. Ja gut, nee, das will ich auch nicht machen, das wäre langweilig jetzt. Ich meine, wie kann man den eigentlich verfehlen aus 2 Metern? Das stimmt eigentlich auch. Das ist auch schon so geil. Ups, da habe ich daneben geschossen. Ja, generell sieht das ja immer lustig aus. Der schießt genau drauf auf den und der Pfeil geht einfach durch. Ja. Das ist seltsam. Aber mein Gott. Das ist ja in Gothic 3 das Geilste, finde ich immer noch, das Bogenschießen. Ja, das ist auch in Gothic 3 viel zu heftig, das Bogenschießen. Du kannst ja mit dem Bogen einfach komplett durchs ganze Spiel durchgehen. Du brauchst eigentlich nicht drauf skillen und auch gar nichts weiter machen, weil der Pfeil schwer, glaube ich, dann nicht mehr, oder? Ja, also ungepatcht auf jeden Fall. Oh, scheiße. Nein! Okay, das war das. Das war der Versuch. Gut, aber zum Glück spiele ich ja keine Hardcore-Challenge. Gut, also, Moment, das war der falsche Save, merke ich gerade. Das war ja, dürften wir jetzt nochmal anfangen. Da habe ich auch keine Lust drauf. So, ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich probiere es weiter mit der Nahkampfwaffe. Oder, mein Gott, ich sag mir jetzt wirklich... Der ist mir wirklich zu blöd. Ich glaube, ich hau wirklich mit einem Feuerregen einfach drauf, ne? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt wahrscheinlich auch Möglichkeiten andere, aber ich hau jetzt. Nein! Was ist? Jetzt geht aber auch alles daneben. Ja, das war natürlich richtig gut. Geil. Ja, so viel zum Feuerregen. Ich weiß nicht, ob der Feuerregen nicht. Was ist eigentlich besser, ein Dämon oder ein Feuerregen? Das ist auch mal so eine Frage, ne? Ja, gut, ein Dämon. Kommt auf die Situation drauf an, denke ich. Also ja. Wenn du viele Gegner hast, ist natürlich ein Feuerregen eigentlich optimal, aber ich habe 3 Stück davon noch. Und ich meine, das waren ja noch nicht die einzigen in dem gesamten Spiel. So, komm mal her. Nee, man hier kann richtig viele finden, eigentlich. Es gibt ja auch viele Menge, die versteckt sind. Das Vieh gibt nur 250 Erfahrungen, ey. Ja. Nachher kann man die auch so leicht wegklatschen. Ja, ich weiß. Also, die sind auch an sich ja nicht schwer, aber ich habe halt bloß 54 Stärke und so einen billigen Stock. Das ist dann eher... eher schwierig. Ja. So, und hier drin waren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere... Zombies, genau. Ugh, die sind ja auch so ein Spaß. Ach, und auch noch solche die mit der Rüstung, ey. Oh. Ja. Die halten doch so viel aus. Boah, die Armbrust macht gar nicht schlecht Schaden, allerdings, das ist nervig, die lässt sie nicht zurückstoßen. Also hier wieder, wenn ich hier normal angreife, kann ich die ja so ein bisschen zurückschleudern. Ja. Alter, die kommen mal mit Rüstungen da raus hier. Ja, die mit der Rüstung, die sind übel. Ja, die halten einfach nur viel aus. Am besten ist die irgendwie gegen eine Wand drängen und dann eine Wand... Da ist ein Stein gerade. Ach verdammt, jetzt habe ich auch ein bisschen viele geholt. Die Rüstung tingelt, jetzt wird's eng. So. Den Fokus zu wechseln ist dann auch schwer, wenn du einmal auf einem drauf bist. Ja. Ja, das ist eigentlich die Kunst dabei, ne? Ja, einfach bloß immer zwischendurch die Steuerung loslassen. Also ich weiß nicht, spielst du es mit der Maus? Ja, ne? Ja. Ich spiel's ja nur mit Tastatur. Nur mit Tastatur? Ja, ich mag die Maus überhaupt nicht. Krass, ja, das kann ich gar nicht. Also ich finde, das ist mit Maus wirklich viel besser, wenn man das ganz, ganz gut abschätzen kann dann. Mit dem Fokus wechseln ist es dann auch schön einfach. Mit Linksklick kannst du ja wieder fokussieren und wieder loslassen. Ja gut, ich mach halt alles. Bei mir ist der Linksklick sozusagen die Steuerungstaste. Ja. Ist wahrscheinlich echt Gewöhnungssache. Die bluten auch komisch, merke ich gerade. So, der eine Zombie dürfte gleich tot sein. Ein Schwacher. Die haben besonderes Blut gekriegt, mein Gott. Da haben sie sich ja richtig angestrengt beim Entwickeln. Sieht so ein bisschen aus, als würden sie schwitzen. Ich finde das blöd, dass die Bluteffekte hier in Gothic 2 ja überhaupt keinen Sinn haben auf Stufe 2. Da bringt die doch gar nichts, oder? Wirklich was sehen tut man doch erst ab Stufe 3, oder? Ja, im Endeffekt schon. Sinnlos. In Gothic 1 gab es da noch mehr Unterscheidungen.
Naja. Naja, gut, aber ich meine. Ja, die haben es wahrscheinlich mit den Bluteffekten auch nicht so stark gemacht, weil sie wahrscheinlich auch dachten, dass das Spiel sonst erst ab 16 freigegeben worden wäre, oder? Kann sein. Bestimmt der Grund dafür. Naja. Finde ich aber generell auch schon. Wirklich. Na gut, eigentlich ist es ja schon relativ brutal. Ich denke, wenn du das Ganze mal in einer neueren Grafik auflegen würdest mit diesen Zombies hier. Die sehen ja so schon ganz geil aus. Damals halt schon erstaunlich irgendwie, dass das ab 12 freigegeben ist und du kannst ja dann in Korinnes irgendwie dir dann Bauern schnappen und den erstmal abstechen, dann liegt so eine Blutpfütze unter dem und so. Und ich mir auch dachte, okay, mit 12? Und dann ist sogar, na gut, ich meine, dann haben sie sogar noch einen Puff drin. Also ich meine, was wollen die eigentlich noch, ne? Also ab 12? Ja, ist schon ein bisschen krass. So, und eigentlich, das ist ja richtig nervig mit den Typen. Ja. Ganz ruhig. Aber wirklich ja, Schaden machen wirklich die mir keinen, also. Weil du ja die Lebensanzeige nicht siehst. Wirklich Schaden machen die mir keinen. Okay. Am besten ist wirklich, du lockst die einzeln irgendwie mal vor. Ja, ich weiß. Als Gruppe war ein bisschen anstrengend. Aber ich habe halt eine Weile nicht mehr gespielt, ne? Da vergisst man so die grundlegenden Sachen. Ich habe zu viel Assassin's Creed gespielt. Da geht das alles viel schneller. Ja. Da muss man sich nicht so anstrengen. Hätte ich den blöden Sumpfgolem einfach von oben getötet. Das habe ich ja auch beim Spielen jetzt wieder gemerkt. Wenn ich lange nicht Gothic gespielt habe und wieder anfange, dann habe ich einfach gar kein Skill mehr. Dann muss ich mir vergisst einfach die wichtigsten Sachen, das ist das Problem. Ja. Naja. Gut, der Sumpfgolem, ja. Ich hatte ja gehofft, dass ich den hinkriege und den dann zeigen kann. Hier, guck mal, so macht man das. Aber naja. Es hat ja dann doch nicht geklappt. Ich hab's gleich abgekriegt. So, der eine ist jetzt weg. Warum geben die eigentlich alle gleich viele Erfahrungspunkte? Ich verstehe das nicht. Ja, ich denke, das ist irgendwie nicht gut durchdacht einfach. Die haben den Zombies einfach die Rüstung angezogen und haben einfach vergessen, denen die XP hochzuschrauben, weil eigentlich ist der schon deutlich stärker als der andere. So, das war er. So viele dürften da drin ja gar nicht mehr sein, ne? Nee, ich denke mal noch so 2 oder 3 vielleicht. Aber jetzt eher nur noch schwache. Ich glaube, von den Rüstungszombies sind nur 2 drin. Ja, wenn klar, die habe ich natürlich alle gleich gekriegt, ja. Sind 2, glaube ich. Ne, 3. 3 sehe ich. Na komm her. Die anderen müssten eigentlich harmlos sein. Ah, die Musik ist aber schön hier. Ja, die ist echt toll. In Jakenda allgemein. Das ist super. Ich finde das ja besser. Früher konnten die Zombies ja noch blocken. Das geht ja jetzt zumindest schon mal nicht mehr. Zumindest nicht so gut wie früher noch, ne? Oh, es kommt einer von hinten. Lass mich in Ruhe. Ich hatte damals, als ich das erste Mal Gothic 1 gespielt habe, das Spiel sogar in die Ecke gefeuert, weil ich dachte, die Zombies und die Skelette, die sind ja fast nicht zu besiegen. Und weil ich mit der Steuerung überhaupt nicht klar kam, dachte, das kann doch nicht sein. Kann man gar nicht besiegen. Und Zombie ist ja sowieso nochmal so eine Sache für sich, weil der ist ja wirklich so gut wie unbesiegbar fast. Am Anfang zumindest. Dann hast du ja gar keine Chance. Das ja, wenn man ja auch dann bei der einen Mission seine Spruchrolle zu früh verbrät, aus Versehen. Ne? Oh ja. So, ich habe ein Level-Up gehabt. Was bin ich eigentlich jetzt schon? Stufe 20 schon. Viel zu hoch. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich habe ja da mal, als ich das erste Mal Gothic 2 die Nacht des Raben gespielt habe, ging mir ja diese ganze Jakenda-Story am Anfang ziemlich am Arsch vorbei. Da bin ich einfach direkt in Kapitel 2 mit Stufe 4, glaube ich, ins Minental gelatscht. Das war ziemlich schwer. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist nicht so einfach. Ach, ja, aber es ging. So, jetzt sind hier endlich alle tot. So, zünden wir noch eine Fackel an. Und dann. Ich habe so viel Zeug. Ich glaube, ich muss das auch mal irgendwo verstauen einfach. Ja, man denkt immer, ach, das kann ich vielleicht noch gebrauchen, aber meistens braucht man es dann doch nicht. In der Regel braucht man das ja alles gar nicht mehr. Nee. Gut, ich meine, wenn ich wieder zurück bin, werde ich mal vor allem diese ganzen Sachen verkaufen hier. Diese ganzen Goldpokale und. Das habe ich ja auch noch vollkommen über. Ja. Ja, das macht auf jeden Fall eine Menge Geld. Yep. Kann man sich ein paar schöne Sachen verholen. Ich als Söldner brauche Geld, ne? Ich brauche viel Geld. Aber als Söldner kriegt man auch echt unendlich, also kriegt man viel mehr eigentlich auch. Das weiß ich, das habe ich gar nicht so mehr in Erinnerung. Ich weiß bloß, dass ich damals als Paladin relativ wenig hatte. Links. Ach, das ging ja einfach. Und da ist ein Silberkelch sogar drin, immerhin. Aber das war auch mein erster Durchgang, da hatte ich fast gar nichts.
Attacke ist alles daneben gegangen. So, Zweihandkampf war dabei. Geil. Und eine violette Steintafel. So, haben wir die auch gefunden. So, und die letzte. So, und dann wolltest du ja jetzt bestimmt noch sehen, wie ich mal auf die andere Seite springe. Ich hoffe, ich krieg das. Ja, wie hast du dir das gedacht überhaupt? Wie willst du das überhaupt machen? Tja, ich habe ja mir einen ganz besonderen Skillplan überlegt. Und zwar habe ich ja, wo ich schon hätte Stärke skillen können, immer wieder auf Geschicklichkeit geskillt. Und wir sind momentan bei 71 Geschick. So, und jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. So, wir gehen erstmal hier raus. Dann kann ich die Fackel nämlich wegstecken. So, ich habe hier... Zack, die ganzen Sachen legen wir mal ab, kurz. Ich habe hier einmal... Wo ist es? Frankos Amulett mit 4 Geschicklichkeitsbonus. Sind wir bei 75. Ja. Dann habe ich einen Ring der Geschicklichkeit und noch einen Ring der Geschicklichkeit. Sind wir bei 85 und einen Gürtel der Gewandtheit. So, und das müsste doch... Warum geht das nicht? Ging das nicht? Oder musste man da drauf sein? Schade, dann ist das natürlich doof. Ja, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht genau, wie der Bonus sich festlegt, ob du... Das ist doof. Das hatte ich jetzt eigentlich super geplant und dann hat natürlich alles wieder nicht geklappt. Gibt natürlich nur eine zweite Möglichkeit, darüber zu kommen, auch ganz ohne Akrobatik. Mhm. Aber ich wollte eigentlich darüber. Aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht anwenden, muss ich ehrlich sagen. Das kann ich nicht. Aber warum klappt das nicht? Ich dachte, das klappt. Brauchst du eigentlich einen Geschwindigkeitstrank und eine Spruchrolle für einen Schattenläufer, dann kommst du auch so rüber. Ja, aber das kriege ich nie hin. Ich hatte, gut, dann hat sich mein gesamter Plan gerade im Wind zerschlagen. Das finde ich jetzt irgendwie blöd. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt nicht gut. Das ist ein bisschen schade, ja. Vielleicht muss ich einfach das Zeug anhaben und dann noch einen Geschicklichkeitspunkt irgendwie bekommen oder sowas, wer weiß. Das kannst du ja kurz probieren irgendwie, dass du da ja noch einen skillst oder... Ja, aber es kostet jetzt Goblin so viel. Ja, die habe ich ja alle schon gefuttert, das ist... Also es gibt ja noch welche, dann kommen wir hier später einfach nochmal her und gehen darüber. So. Ja. Oder ich gehe gar nicht darüber. Ich weiß nicht, da muss man... War da irgendwas Wichtiges drüben? Naja, da sind halt 2 Steinwächter drüben und da gibt's halt eine Waffe, die du sonst nicht kriegst, ne? Ja, aber die brauche ich, glaube ich, auch nicht weiter. Die lohnt sich ja auch nicht so, weil das ist ja diese magische Armbrust. Und da gibt's ja irgendwie nur 10 Bolzen für oder so. Ja, der Bogen lag da, glaube ich, drüben, ne? Die Armbrust habe ich ja schon. Die war bei Quahodron, die Armbrust. Ja, dann ist das ein Bogen. Auf jeden Fall hast du ja irgendwie nur 10 Pfeile oder so. Ja gut. Das ist ja immer total ärgerlich, weil die 10 Pfeile sind sofort weg und es gibt keine neuen und dann kannst du den Bogen einfach nicht mehr benutzen. Ja, weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben irgendwie. Vielleicht komme ich später einfach nochmal her und guck. Also ich komme auf jeden Fall noch auf die 90 Geschicklichkeit ohne. Das habe ich mir alles schon gedacht. So, und dann gehen wir jetzt einfach mal zurück. Und ich sage dem Saturas, glaube ich, war es Bescheid, dass wir die letzte Steintafel gefunden haben. Ja. Und dass wir Quahodron getroffen haben. Alter Falter. Eigentlich bin ich ja jetzt schon fast durch. Jetzt kommt ja nur noch der Tempel. Aber der wird nochmal spaßig. Der wird nochmal richtig spaßig, glaube ich. Ja, der Tempel ist auch nicht so leicht, weil die Rätsel sind ja auch relativ... Ich weiß, dieses Türrätsel am Anfang, das hat mich immer ziemlich zurückgeworfen. Ja, das hat auch mich immer, da habe ich mich immer gefragt, wie das funktioniert. Also ich habe ja jetzt mal was, ich habe ja dann mal was gefunden gehabt, aber naja. Hey, du. Werden wir ja sehen. So, ja, Problem hier, Reliquien, machen wir das zuerst. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden. Ah, eine Tafel der Totenwächter. Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen. Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark. Ich fand diese Tafel in einem Bauwerk im Südwesten. Der Tafel nach zu urteilen, handelt es sich dabei um die Behausung der Priester dieser Stadt. Der Name des obersten Priesters war Kardimon. Wir wissen noch nicht viel über ihn. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Jetzt haben wir alle Reliquien zusammen, die wir brauchen. Wow, Gold gekriegt. So, und dann... Ardanus möge dich schützen. Ein bisschen Gold gekriegt. Ein bisschen mehr hätte er auch abdrücken können. Für 2 Steintafeln, naja. Und dann kann ich doch dem einen auch noch Bescheid sagen, dass ich die anderen Herrenhäuser gefunden habe, ne? Hey, du. Genau. Jo, der ist das. Wegen der Herrenhäuser. Ja? Im Haus der Priester waren jede Menge Minecrawler. Ist so eine Gegend nicht sehr ungewöhnlich für diese Tiere? Allerdings. Bei Ardanus. Seltsame Dinge geschehen in dieser Region.
Das Haus der Totenwächter wird beherrscht von der Macht des Bösen. Ich glaube, ich habe selten so viele Zombies auf einem Haufen gesehen. Das ist bedauerlich. Die Totenwächter wurden offenbar Opfer ihrer speziellen Fähigkeiten. Ihre Verbundenheit zur Totenwelt hat ihnen schwer geschadet. Ja, die Armen. Ich hoffe, du hast sie von ihrem Leid erlösen können. Gut, ja, ach, ich kann ihm sogar noch sagen, dass ich alle Herrenhäuser gefunden habe. Ich habe alle Herrenhäuser gefunden. Da gibt's noch mal Gold. Waren sie alle dort, wo ich es gesagt habe? Mehr oder weniger schon. Sehr gut. Dann hat sich meine Arbeit ja doch gelohnt. Ich danke dir. Ja, bitte. Super. Gut, und dann würde ich sagen, wie wir aber, jetzt bebt's natürlich direkt nochmal, wie wir in den Tempel eindringen, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Bis dahin. Ciao. Und du sagst auch noch Tschüss. Ja, na klar.